Frank Rixe, einer von zigtausenden Bankkunden, die zu viel gezahlt haben. Vor 3 Jahren nahm er bei der Santander Bank einen Kredit auf. Dafür berechnete man ihm neben Zins und Tilgung eine sogenannte Bearbeitungsgebühr, 561 Euro. Rixe nahm es hin. Ja, seinerzeit war meine Frau gerade verstorben und da hatte ich einfach andere Sorgen und ja, da habe ich unterschrieben. Erst später erfährt er, die meisten Gerichte halten diese Gebühr für unzulässig. Rixe schreibt einen Brief, bittet um Rückerstattung, vergeblich. Das Argument der Bank, die Bearbeitungsgebühr sei mit dem Kunden individuell vereinbart worden. Da ist gar nichts verhandelt worden, der Betrag stand so im Formular. Frank Rixe geht zu einem Fachanwalt für Bankrecht und der macht ihm Mut. Kreditbearbeitungsgebühren sind unrechtmäßig, weil die Bank sich hier für etwas bezahlen lässt, was sie im eigenen Interesse leistet. Die Bank sagt, ohne Bearbeitungsgebühr kein Kredit. Der Kunde kann sich kaum wehren, deshalb schützt ihn das Gesetz. Auch die Banken wissen, dass Kreditbearbeitungsgebühren unzulässig sind. Man versucht nun, die Rechtsprechung aufzuhalten, zu blockieren, zu verzögern, um möglichst wenigen Kunden nur ihr Geld zurückgeben zu müssen. Die Hinhaltetaktik der Banken, sie funktioniert auf 3 Wegen. Taktik 1, erst nachgeben, wenn ein Anwalt mit Klage droht. Taktik 2, Teilzahlung anbieten. Der Kunde bekommt 2/3 zurück, wenn er nicht vor Gericht geht. Und der 3. Weg, die Bank lässt sich verklagen, nimmt die Niederlage hin, zahlt aber nur im Einzelfall. Im Einzelfall akzeptiert die Bank ein amtsgerichtliches Urteil. Trotzdem schließt sie daraus nicht, dass sie auch alle anderen Kunden entschädigen muss. Das würde für die Bank einfach zu teuer. 8-mal zog der Verbraucherverband Schutzgemeinschaft für Bankkunden gegen die Kreditinstitute vor Gericht, klagte gegen die Bearbeitungsgebühren mit Erfolg. Die Prozesstaktik der Banken und Sparkassen, bis zu den Oberlandesgerichten leisten sie Widerstand, dann geben sie plötzlich auf. Der Grund? Man will um jeden Preis vermeiden, dass der Bundesgerichtshof sich mit dem Thema befasst. Die Banken fürchten den Bundesgerichtshof. Die Sorge ist, dass der Bundesgerichtshof sich für die Bankkunden entscheidet. Konsequenz wäre, dass alle Bankkunden entschädigt werden müssten. Von der Santander Bank möchte sich niemand vor der Kamera äußern. Auch andere Banken und Sparkassen schweigen lieber. Man hofft, dass möglichst viele Kunden das Thema verschlafen und so lange stillhalten, bis ihre Ansprüche verjährt sind. Bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen häufen sich die Beschwerden. Jurist Markus Feck meint, wer auf Nummer sicher gehen will, kann mit seiner Klage noch ein halbes Jahr warten. Zurzeit laufen etliche Prozesse, die noch mehr Klarheit schaffen werden. Immer mehr Amtsgerichte urteilen zugunsten der Kunden. Die Kunden sollten warten, können diese Urteile dann für sich selbst nutzen. Sie müssen aber aufpassen, dass der Anspruch nicht verjährt, denn viele Banken und Sparkassen spekulieren darauf. Die Verjährung hängt ab vom Kalenderjahr, in dem der Vertrag unterschrieben wurde. Nach Jahresende hat man noch 3 Jahre Zeit. Wer die Gebühr etwa im Juni 2010 gezahlt hat, der kann sie nur bis Ende 2013 zurückfordern. Ebenso derjenige, der erst im Dezember 2010 unterschrieb, sein Anspruch verjährt zum gleichen Termin. Wer noch abwarten möchte, wie das für seinen Fall zuständige Gericht sich verhält, der darf nicht zu lange zögern. Die Kunden sollten etwa bis September warten, dann einen Anwalt beauftragen und bis die Klage bei Gericht ist, werden einige Wochen vergehen. Frank Rixe will seine Bank lieber gleich verklagen. 470 Euro Anwalts- und Gerichtskosten muss er zahlen, wenn er verliert. Doch Rixe ist sicher, den Prozess gewinnt er. Und sämtliche Kosten trägt dann die Bank.